Und der Rechnungshofsprecher der FPÖ setzt voran, Wolfgang Zanger. Ja, alle Jahre wieder ein Tätigkeitsbericht vorgelegt von der Frau Präsidentin. Und eines, das uns da schon Jahre verfolgt, ist die Wirksamkeit der Empfehlungen. Da haben wir schon seit Jahren dieses 80-20-Verhältnis. 80% der Empfehlungen werden umgesetzt, 20 eher nicht. Diese 20% sind allerdings jene, die eigentlich sehr essentielle Empfehlungen sind. Und deswegen hat sich der Rechnungshof da jetzt auch etwas einfallen lassen, nämlich im Nachfrageverfahren auf jene Empfehlungen besonders hinzuweisen, die eben zentrale Wirkung entfalten, und wird diese in Zukunft mit einem Fazit versehen. Interessant ist, das hat die Frau Präsidentin mir dann auch auf meine Frage geantwortet, dass rund 20 Prüfungen in den Jahren 2017 bis 2020 darauf zurückzuführen sind, dass Bürger Ideen und Anregungen eingebracht haben, was denn geprüft werden könnte. Daraus resultiert auch ein wesentlicher Punkt, nämlich die Prüfung des Härtefallfonds, das sicher im Zuge der gesamten Anpassung des Prüfungsprogramms eine zentrale Prüfung sein wird. Und es ist wirklich auch dem Rechnungshof hoch anzurechnen, dass diese Anpassungen zahlreiche Bereiche betreffen. Der Härtefallfonds ist ja bereits im Stellungnahmeverfahren, wie Sie ausgeführt haben, Frau Präsidentin. Des Weiteren im Stellungnahmeverfahren befindet sich die Prüfung der Covid-19-Struktur und der finanzielle Umfang der Hilfsmaßnahmen. Das Zusammenwirken von Behörden im Pandemiefall, das ist auch so eine Sache. Da hat man ja den Eindruck, wenn man so die Erzählungen oder Berichte aus der Bevölkerung hört, dass in unseren Behörden die linke Hand oft nicht weiß, was die rechte tut und umgekehrt. Auch hier gibt es eine Prüfung. Der Covid-19-Krisenbewältigungsfonds wird ebenfalls geprüft. Die Kurzarbeitshilfe, da ist die Prüfung eingeleitet, und für uns, für die Freiheitlichen, ganz wichtig war eine zentrale Forderung, auch von mir und vom Kollegen Angerer, dass die COFAG-19-Finanzierungsagentur des Bundes geprüft wird. Hier wird sich wahrscheinlich dann, wenn wir diese Prüfungen vorlegen, wieder eins herausstellen, das, was wir jetzt schon im Unterausschuss des Rechnungshofausschusses bemerken konnten und das sich immer mehr und mehr manifestiert, nämlich, dass die Profiteure aus dieser ganzen Pandemie in den Kreisen der ÖVP sitzen. Die ÖVP und ihre Netzwerke verdienen daran. Und es wird sich auch herausstellen, dass, was wir immer schon feststellen mussten, dass die ÖVP die Corona-Korruptionspartei dieses Landes ist. 80% der Empfehlungen des Rechnungshofes würden umgesetzt, 20 nicht. Das stünde im Tätigkeitsbericht. Der Rechnungshof fordert jetzt im Nachfrageverfahren Antworten auf nicht erfüllte Empfehlungen und formuliere daraufhin ein Fazit. Das sei neu und gut, betont Wolfgang Zanger von der FPÖ.